Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schwere Auseinandersetzungen zwischen Kernkraftgegnern und der Polizei sind am späten Nachmittag aus dem oberpfälzischen Wackersdorf gemeldet worden. Die Polizei sprach von den bisher schlimmsten und härtesten Auseinandersetzungen. Mehr als 130 Beamte seien verletzt worden, 24 so schwer, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Militante Kernkraftgegner hätten die Beamten am Bauzaun mit Molotow-Cocktails, Steinschleudern und Stahlkugeln angegriffen. Von Seiten der Demonstranten wurde der Polizei vorgeworfen, sie habe erneut Reizgase eingesetzt und damit die Ausschreitungen provoziert. Die Polizei ging auch außerhalb des Baugeländes der WAA gegen die Demonstranten vor, um einzelne Gewalttäter zu stellen. Dabei wurden nach Polizeiangaben über 100 Beamte durch Steine, Stahlschleudern und Leuchtgeschosse verletzt. 2 Dutzend Polizisten mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Bereits letzte Nacht wurden 9 Personen festgenommen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer mit Reizstoffen ein. Immer wieder versuchten die Demonstranten mit Eisensägen und Baumstämmen den Bauzaun zu beschädigen. Bevor die Wasserwerfer Reizgas versprühten, warnte die Polizei mehrmals die Demonstranten und wies auf die Gesundheitsgefährdung hin. Wie viele Demonstranten verletzt wurden, darüber gibt es noch keine Angaben. An den gewalttätigen Auseinandersetzungen waren nur wenige 100 Personen beteiligt. Über 10.000 Besucher schauten aus sicherer Entfernung den Demonstrationen zu. Inzwischen ist es auf der Baustelle wieder ruhig geworden. Bereits in der vergangenen Nacht wurde ein Zug auf der nahegelegenen Eisenbahnstrecke demoliert. Die Wagen wurden abgekoppelt. Der Zugführer flüchtete mit der Lok nach Schwandorf. Beim Stichwort Wackersdorf werden Erinnerungen wach. Zumindest bei all jenen, die sich Mitte der 80er Jahre gegen Atomkraft engagierten. Monatelang rollten Kolonnen von Kernkraftgegnern aus der gesamten Bundesrepublik in die Oberpfalz. Ein Ausmaß des zivilen Widerstands, wie in der Freistaat Bayern, bis dato noch nicht gesehen hatte. Als über Weihnachten und Neujahr die Bagger stillstanden, nutzten die Demonstranten die Gunst der Stunde, um Baumhäuser zu errichten. Oberpfälzer und Auswärtige halfen zusammen und so wuchs das Hüttendorf bis zum Jahreswechsel auf über 50 Häuser an. Ich habe da schon lange hin und her überlegt, ob ich mich jetzt damit einkesseln lasse. Habe mich dann für das Risiko entschieden und bin dann wie viele andere Oberpfälzer auch durch diese Polizeisperre einfach hindurchgelassen worden am Schluss. Die haben ja vorwiegend Oberpfälzer freigelassen und festgenommen mehr die von auswärts, um einfach den Eindruck zu vermitteln, das waren hauptsächlich Auswärtige da, die wir da festgenommen haben. Es sind ja massenweise mehrere hundert Leute festgenommen worden. Nach der tumultartigen Räumung des Hüttendorfes hatte die DWK beschlossen, einen Zaun um das WAA-Gelände zu ziehen, hinter dem möglichst ungestört mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte. Das gigantische Bauwerk verfehlte allerdings seine Wirkung. Mehr und mehr Menschen versammelten sich nun jedes Wochenende in Wackersdorf, bis zum 26. April, als es in Tschernobyl zur Katastrophe kam. Und urplötzlich sind die rausgebrochen, die Berliner Polizei. Also es war schon von Anfang an so eine Stimmung da. Du hast gesehen, das sind andere Polizisten. Du hast gemerkt, die sind anders drauf. Ich bin dann wirklich, weil mir das Ganze nicht geheuer war, vor diesen Polizeibeamten immer auf und ab gelaufen und haben gedacht, damit die sich mein Gesicht einprägen, damit die sehen, hier ist Presse. Und wenn die wirklich loslegen, dass die mich so außen vor lassen. Und das haben andere Kollegen auch gemacht. Und als die dann wirklich losgelaufen sind, bin ich völlig unter die Räder gekommen. Und die haben sich auch, Fotografen, sage ich jetzt mal ganz bewusst, herausgegriffen. Die haben auf mich eingeschlagen, dass ich gedacht habe, was ist jetzt kaputt? Und dann habe ich habe richtig zu zittern angefangen, habe tierisch Angst gehabt. Ich habe gesehen, dass überall Blut gespritzt ist. Dieser Rotkreuzplatz hat danach ausgeschaut, da waren überall Blutflecken. Aufhören! Aufhören! Keine Ausdauer! Keine!
Panik entsteht. Es gibt viele Verletzte, sogar einen Toten. Mitten im Tumult wird ein Mannschaftswagen der Polizei in Brand gesetzt. Die Bilder dieses Nachmittags gehen abends im Fernsehen um die Welt. Parallel werden vor dem Schwandorfer Amtsgericht über 4000 Ermittlungsverfahren gegen Demonstranten geführt. Die Urteile werden im Schnellverfahren gesprochen. Viele müssen in zweiter Instanz revidiert werden. Auf dem Baugelände im Taxöldener Forst werden erste Lagerhallen für Brennelemente errichtet. Doch zum Einsatz kommen sie nicht mehr. Im April 1989 verkündet die DWK die Einstellung der Bautätigkeit. Ja, also das war 86 war Tschernobyl. Das war danach, genau Pfingsten 86. Da waren die Hubschrauber da, das Tränengas und da waren unheimlich viele Leute und autonome Gruppen, wo ich vorhin schon erzählt habe, die da hier gezeltet haben, ne, der Camp gemacht haben. Und der Hans, da sind so tief geflogen, die Hubschrauber, und haben so viel Tränengas abgeworfen. Im Rucksack, jeder hat bloß schauen müssen, dass er keine kriegt hat. Sodass diese ganze Gelände war nur ein Nebel, ein einziger Tränengasnebel. Die Frau vom Landrat, die war auch draußen und hat auch so Portionen abgekommen. Und die vergisst das auch nicht, weil dann eine Autonome, die hat noch keinen so Bezug damals gehabt, gekommen ist, hat sie Lederjacke ausgezogen und hat sie drüber geworfen, damit sie, weil alle Leute sind ja auf dem Boden gelegen, damit die da droben uns ja nicht treffen, gell? Das war also wie ein Krieg. Und der hat es da so geschützt, also weiß das vergisst sie im Leben nicht. '82 war hier ein zusammenhängender großer Forst und es gab wieder eine Straße, nur so kleine, also Forstwege. Und erst nach 1985 fing hier die Rodung an und da waren hier die ersten Mahnwachen, damit wir den Rodungstermin sofort vor Ort und Stelle erfahren. Und später natürlich wurde da der Zaun errichtet. Und so Großdemonstrationen waren, im Schutz der Großdemonstrationen waren ja auch dann diese Kämpfe da, ne, diese nicht mehr gewaltfreien Kämpfe. Und da haben die immer die Autonomen, egal aus welcher Stadt sie kamen, das Einverständnis zumindest der Bürgerinitiative und der Bevölkerung gesucht. Und ich war also im Vorstand und wir haben also das so immer so drum gekämpft, vor allem die Frauen damals, dass die Autonomen so mit eingegliedert waren in unsere Aktivitäten. Also die haben ganz gut hier in das Umfeld, in der Oberpfalz eingelebt. Sie haben Unterschlupf gefunden bei Familien hier im Umkreis in Oberpfalz. Und die haben wir gut gebrauchen können, weil die waren recht tapfer, tapferer wie die Bayern. Ja, und da, wie sie gar so runtergeworfen haben auf die und auf den Rotkreuzwagen, haben sogar die kleinen Gasbomben da geworfen. Und da ist die Bevölkerung ja so böse geworden, das war die Bevölkerung und nicht die Autonomen, und hat den Polizeiwagen umgekippt und angezündet. Einen Funke von menschlichem Anstand, einen Funke von normaler Verhaltensweise hätten, da würden sie jetzt ihr Maul halten. Das versuchen uns dauernd zu hören. Aber wir sind ja froh, dass sie da sind. Da merkt die Bevölkerung der Oberpfalz, was ihr blühen würde, wenn Chaos und Anarchie, wenn jetzt rot-grüne Konstellation
in der Bundesrepublik die Macht übernehmen würde. In Bayern hat hier nichts zu verlieren. Wär's leicht in Bayern umeinand, auf Standortsuch im Trachtel gewandt, ganz Oberpfalz erstrahlt vor Glück. Grüß Gott, Herr Jaumann, grüß Gott, Herr Dick! Es muss ein Mittwoch gewesen sein, ein Ascher Mittwoch obendrein. Es ist ein Glücksfall, ganz gewiss, dass unser Bayernland so kerngesund ist. Die Freie Republik Wackerland wird ausgerufen. Ausgelassen feiert man Weihnachten und Silvester. Ein Kulturfest mit bekannten bayerischen Künstlern wie den Biermüselblasen oder Gerhard Polt lockt 15.000 Menschen an. Es ist ein Glücksfall, ganz gewiss, dass unser Bayernland so kerngesund ist. Angesichts des anhaltenden Widerstands rückt die Staatsregierung die WAA-Gegner in die Nähe von Terroristen. Gleichzeitig rüstet sie die Polizei auf und fordert Verschärfungen der Demonstrationsgesetze. Ostern 1986 demonstrieren 100.000 Menschen gegen die WAA. 41 Wasserwerfer verspritzen Tonnen von giftigen CN- und CS-Gas. Es gibt viele Verletzte. Ein Asthmatiker aus München kommt ums Leben. Eskalation an Pfingsten. Die Stimmung ist aufgeheizt. Kurz zuvor geschah der Super-GAU im Reaktor von Tschernobyl. Über 50.000 demonstrieren am Bauzaun gegen die WAA. Im Innenministerium wird der Ruf nach Distanzwaffen und Gummigeschossen laut. WAA-Gegner feiern den Baustopp als ihren Sieg. 3,5 Jahre nach Baubeginn wird das Prestigeobjekt der bayerischen Staatsregierung und der Atomwirtschaft zum Milliardengrab. Der Widerstand gegen die WAA ist für viele ein wichtiger Teil ihrer Biografie, den sie nicht missen wollen. Auch für den 34-jährigen Wolfgang Köpp. Er ist heute Lehrer in Regensburg. Der Wald ist weg. Jetzt stehen halt, das Eingangslager steht, da wird halt, was weiß ich, BMW oder Küchenmaschinen hergestellt. Aber ein Erfolg war es natürlich in der Hinsicht, dass so eine riesige Bevölkerungsschicht, dass sich solidarisiert hat und letztlich dann natürlich die WAA nicht gebaut worden ist und vielleicht sogar das Bewusstsein so weit geschärft wurde, dass man jetzt auch gegen andere Projekte sich zur Wehr setzt oder gegen andere Strömungen, sei es jetzt Neonazis oder die Hetze gegen Asylanten oder sonstige Randgruppen. Und das, glaube ich, ist das eigentlich Wesentliche, was die Leute hieraus gelernt haben, ihre Berührungsängste zu verlieren und so ein politisches Bewusstsein zu entwickeln. Das schätze ich am höchsten ein. Nun, Friedrich, aber entschieden für unsere Sache demonstrieren und diese Sache heißt WAA Nein. Da kommt Marie-Louise. Wir sind aber empört. Wir sind im Polizeiflugplatz, heißt, wer sich vermummt, Zitat, neigt fast automatisch dazu,
aus dieser Anonymität heraus bereits vorhandene Aggressivität ungehemmter auszuleben. Das ist eine Vorabkriminalisierung, gegen die wir von der Demonstrationsleitung scharf protestieren. Großdemonstration gegen die WAA im Oktober in München. In die bunte Einheit aus Oberpfälzern, SPD, Autonomen und Kernkraftgegnern aus der ganzen BRD wird von Anfang an versucht, einen Keil zu treiben. Einige eingeschlagene Scheiben dienen der Staatsmacht als Vorwand bei dem Versuch, eine Gruppe von WAA-Gegnern aus der Demonstration zu isolieren. Soweit wir jetzt wissen, ist es schon so gewesen, dass von Anfang an einer der drei Züge, nämlich der von der Daphnestraße, unter besonderer Polizeikontrolle stand. Und man weiß auch inzwischen aus den eigenen Berichten der Polizei, dass das, was eben von Anfang an schwarzer Block oder autonome Gruppen genannt worden ist, von der Polizei besonders bewacht worden ist. Die haben sogenannte Zivis, also Polizeibeamte in Zivil, unter diesen Block mischen wollen, und die sind dann rausgeworfen worden, weil die das nicht wollten. Das war die erste Auseinandersetzung schon vor Beginn des eigentlichen Zuges. Dann sind diese Steinwürfe erfolgt im Bereich Herkommer Platz. Da hat die Polizei gleich geschrieben, sie weiß zwar nicht, wer sie geschmissen hat, aber aus dem Block heraus, aus diesem schwarzen Block sei das erfolgt. Dann ist von der Polizei eine Falle gebaut worden, Ecke Ismaninger Prinzregenten. Da hat man versucht, diesen berühmten schwarzen Block zu trennen von den Restdemonstranten. Die haben das verhindert. Und die Polizisten, die also in mehreren Vorstößen ja reingegangen sind, sind dann unverrichtete Dinge wieder abgezogen. Und nach meiner Einschätzung hat man sich dann eben darauf verlegt, nach dem Schluss der offiziellen Demonstration etwas zu inszenieren, um diesen Leuten zu Leibe zu rücken. Und was dann inszeniert wurde, hat man dann später in der Pariser Straße erlebt, wo die ganze Straße etwa um 19 Uhr abgesperrt worden ist von beiden Seiten von der Polizei, sodass innerhalb der Pariser Straße, wo dieses Straßenfest ja stattfand, eine Stimmung wie ein Belagerungszustand, eine ganz hysterische Stimmung entstanden ist. Die Leute haben uns auch angerufen, haben gesagt, ja, was sollen wir denn jetzt machen, wir kommen hier nicht mehr raus. Und die Polizei war mit mehreren tausend Mann, die Schätzungen schwanken zwischen 1.000 und 3.000, aufmarschiert. Und dann hat man diesen ominösen Flaschenwurf, der angeblich Ecke Rosenheimer Pariser Straße passiert sein soll, zum Anlass genommen, die ganze Straße abzuräumen und diese mehr als 100 Festnahmen zu tätigen an dieser Stelle. Thank you.
Rodungsbeginn am 11. Dezember im Taxsöldener Forst bei Wackersdorf. Hier soll das Entsorgungskonzept der Bundesregierung verwirklicht werden. Darin gilt bereits der Bau einer WAA als Entsorgungsnachweis. 10 Jahre soll deren Errichtung dauern, 150 Hektar Wald gerodet und 500.000 Bäume gefällt werden. Mit der Erteilung der ersten Baugenehmigung formierte sich auch der Widerstand in der Region. Trotzdem ist es nur eine kleine Gruppe von WAA-Gegnern, die am ersten Rodungstag die Arbeiten für kurze Zeit behindern kann. Ja, wieso? Ich sehe nicht, dass hier was abgesperrt ist. Hier ist abgesperrt. Und hier drüben werden Bäume gefällt für eine Plutoniumfabrik. Wissen Sie das? Das sind Presse. Ab jetzt! Warum seid ihr keine Schwierigkeiten? Geht's zu? Ich hab euch nicht an Straßen, weil kein Sterben! Ab jetzt! Nicht gesägt! Menschen, Kinder, echt! Hier! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie sehr, die Rodungszone freizuhalten. Für den zweiten und dritten Rodungstag waren konkrete Behinderungsaktionen geplant. Ein Bagger der Rodungsfirma wird auf dem Anfahrtsweg blockiert. Mit dem Einsatz von Sondereinsatzkommandos der Polizei verschärfen sich die Auseinandersetzungen. Trotzdem meint ein Polizeipsychologe, wenn Sie doch festgestellt haben, dass die Beamten, die Jungen, sehr besonnen, sehr beherrscht und auch gesprächsbereit im Übrigen mit den Demonstranten vorgegangen sind. Das ist sicher Einfluss, nicht nur von uns, sicher aber auch von den Vorgesetzten oder auch Einstellung der Polizei. Samstag nach Rodungsbeginn. Großdemonstration am Rande des WAA-Geländes. 30.000 protestieren gegen den Baubeginn, während sich die Polizei vollständig aus dem Wald zurückgezogen hat und die Rodungsarbeiten übers Wochenende eingestellt sind. Wie weit, meine Damen und Herren, ist doch dieses Staatswesen heruntergekommen, wenn die vielgepriesene Liberalitas Bavariae so sehr mit Polizeigewalt und deutscher Konsequenz abgesichert werden muss, dass man den Eindruck bekommt, hier in Schwandorf beginne bereits die DDR. Rückblende. Am frühen Morgen umzingeln Bundesgrenzschutzeinheiten in Erlangen und Nürnberg zwei Autokonvois, in denen angeblich Gewalttäter zur Großdemonstration nach Wackersdorf unterwegs sind. Die Staatsmacht probt Spaltung und Kriminalisierung im Vorfeld.
Zum halb sieben sind die Bullen gekommen, sind erst da runtergefahren. Und dann haben sie erstmal die Straße dicht gemacht. Hinten war dann auch ein Einsatzkommando von Bullen. Und tja, dann haben sie uns einfach nicht mehr rausgelassen. Dann haben wir erstmal mit denen diskutiert und nach einer Zeit ist rausgekommen, man soll sich alle kontrollieren lassen. Naja, sind die ersten zwei Fahrzeuge hingefahren. Und dann haben sie Sachen beschlagnahmt wie ein Brotschneidemesser und ein Halstuch, ein ganz normales Halstuch. Dann trage ich im Moment keins, weil das sind strafbare Gegenstände und die rechtfertigen wiederum die Personalienaufnahmen. Tja, jetzt werden halt die ganzen Fahrzeuge durchsucht, die Personalien aufgenommen. Tja, und der Rest sitze ich in Waggersdorf. Ne? Nach der Kundgebung schließen sich Tausende dem Aufruf der Oberpfälzer Bürgerinitiativen an und ziehen auf den Bau. SPD und Bund Naturschutz hatten im Vorfeld eine Platzbesetzung als mögliche Widerstandsform abgelehnt. Stattdessen sollten Menschenketten gebildet und der Platz umzingelt werden. Sofort beginnen die WAA-Gegner mit dem Bau von Barrikaden und Hütten. Die Freie Oberpfalz wird ausgerufen und besteht 48 Stunden. Wie schaut es bei euch aus? Ihr seid von Altenschwander? Oberficht. Von den Altenschwander, die wo rundum sind, warum machen eigentlich die nichts dagegen? Das sind zu wenig, da ist so nicht mit mir her. Da waren schon viel dagegen, aber ja. Die Straße nicht hintergehen, was heißt, hoppla, da geht dann. Was ist hier? Und jeder hat was, die Straße nicht hergeht. Ja, ich habe auch was. Geht aus, und ist von der Partei, dann von der Säule, ich gehe nicht hin, weil ich von der Partei bin, geht das schon gleich nicht hin. Das haben viel ja, das sollten jetzt doch aber die wissen, dass auch gerade die ländlichen alte Bauern mit dir von den Schwarzen beschissen werden. Das, ja, muss, doch, das muss doch jeder Depp schon gleich merken, das oder? Das kann von uns nicht. Die, schau doch, die Großbetriebe, die haben doch nur alle Schwarze. Ja, schon. Nur? Schon. Die kriegen den Gold. Wer kriegt es denn? Keiner, der kriegt es nicht. Ja, aber wenn es für die Großbetriebe ist, auch unser Betrieb, dann die Dreiviertel dagegen, dass das herkommt. Der Chef, ein ganzer Schwarzer. Ja. Und geben da frei, wie in der Demonstration war, geben da frei. Ja. Das gegen die Wiederaufbereitung. Ja, das gegen die Wiederaufbereitung. Aber er sagt, er geht nicht her, oder hat er selber gesagt, bei der Versammlung, er geht nicht her, weil gegen das ganze Ding. Sie haben Angst, die Leute. Frau Lehmann. Es wird auch kriminalisiert, wenn du den im Fernseher schaust, das wird doch alles, da sind doch lauter Kriminelle hier hin. Ich hab zwar heute noch keinen gesehen. In Bayern länger wie 24 Stunden geht. Diesen Sieg konnten wir nicht alleine erringen. Wir bedanken uns für alle, die hierher gekommen sind, um diese Freie Oberpfalz zu gründen, sie die Truppen der DWK zu vertreiben. Und dass der Wald weiterhin unser bleibt. Die Solidarität der bundesdeutschen Anti-AKW-Bewegung hat wieder einmal gezeigt, dass und auch der internationalen dass gegen den Willen der Bevölkerung nichts zu machen ist. In einem demokratischen Staat hat das Volk das Wort und das haben wir heute gesehen. Wir fordern deshalb die einheimische Bevölkerung auf, nach wie vor Wochenende hierher, auch unter der Woche natürlich hierher zu kommen
und dieses Gebiet, diese freie Oberpfalz mit Leben zu versehen. Beginnt in den frühen Morgenstunden die Räumung des Hüttendorfes. Von ca. 3000 Polizeibeamten werden die 1000 Platzbesetzer umzingelt und in der Mitte des Dorfes zusammengetrieben. Noch während der Räumung versuchen viele Oberpfälzer mit Verpflegung für die WAA-Gegner auf den Platz zu kommen. Späteren Pressekonferenz dementiert Polizeipräsident Fricker Schlagstock- und Tränengaseinsatz. Alle Festgenommenen werden einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Keine Idee behandelt gemacht, Mann. Aber die wirkliche Möglichkeit ist gegeben. Ja, genau, das ist scheiße, wa? Oh, oh, doch auf! Da bist du gefahren! Ja, Helm vor. Ach so, was? Oh. Nimm die Flosse weg, du Arsch! Okay.
Nach Einstellung der Rodungsarbeiten vor Weihnachten errichten die WAA-Gegner auf dem Baugelände ein neues Hüttendorf. Die Dauerbewohner des Freien Wackerlandes werden von der Oberpfälzer Bevölkerung reichlich mit Nahrungsmitteln versorgt. Ich möchte mich auch nochmal nachträglich bedanken für die gute Verpflegung. Hat leider etwas zugenommen. Warte hinaus, ja. Die Polizei wird diesmal sehr schwer haben, mich hier vom Turm zu holen. Leider. Das ist ganz schön angewachsen, was sie ganz hinten auch schon. Ja, das war ja allerhand geschenkt jetzt auch. Wie viel hätten Sie denn das insgesamt? Ja, von 50 Dinger, gell, was sie gekriegt haben. Das ist ja sowieso ein Witz, oder? 50 Häuser, das stehen ja da vorne schon im vorderen Teil, 50. Die ganzen Hütterle. Wie viel schätzt du, dass es sind? Naja, also ich nehme schon so 100 oder was an. Gell. Da hinten haben ja auch jede Menge kleine Häuser, gell. Das ist ja Wahnsinn, was die innerhalb von 3-4 Tagen jetzt hergestellt haben. Ja. Naja, aber es wird halt jetzt bloß eine Woche dauern, ne? Und dann, wenn wir das Ding nachziehen, nach der Grenze, naja, nach der Rodungsgrenze. Ja, man muss halt permanent das, das ist wichtig. Und auch Leute, die also aus der Gegend da sind, ja? Weil wir, nicht immer in Weiß-Norddeutschland oder was bloß. Wie viele Oberpfälzer sind denn da? Naja, es ist schon ein großer Teil jetzt Oberpfälzer, aber am Anfang hat die Initiative zunächst einmal Teile aus dem Norden oder aus dem Nordwesten übernommen gehabt. Ja. Bis immer die Staaten Oberpfalz dann doch einmal dran, wenn sie was sehen. Wenn er irgendeinen Vorreiter macht, dann geht auch was. Gell. Ja. Also. Es muss ein Sonntag gewesen sein. Ein Tag voll hellem Sonnenschein, es war ein Glückstag, ganz gewiss, wer in sein Bayernland entstanden ist. Es war ein Glückstag, ganz gewiss, wer in sein Bayernland entstanden ist. Die Dörferlei im Schienenquanz, die Sanderschmuck von Bayernland, Land auf und ab der Eule Schnitt, Eternit macht Häuser fit. Es muss ein Montag gewesen sein, ein blauer Montag obendrein. Es war ein Glückstag, ganz gewiss, wie unser Dorf verschönert worden ist. Das Altmühltal, die Donauauen, wie wunderschön ist anzuschauen. Ein Lied, der klingt, man kennt es schon, gar lieblich aus dem Stahlbeton. Es muss ein Dienstag gewesen sein, ein Faschingsdienstag obendrein. Es war ein Glücksfall, ganz gewiss, dass auch die SPD dafür gewinn ist. Wer schleicht in Bayern um und auf Standortsuch im Trachtelgewand, ganz so ein Pfalz, er strahlt vor Glück. Grüß Gott, Herr Jaumann, grüß Gott, Herr Dick. Es muss ein Mittwoch gewesen sein, ein Ascher Mittwoch obendrein. Es ist ein Glücksfall, ganz gewiss, dass unser Bayernland so kerngesund ist. An manchen Tagen sind über 10.000 Menschen auf dem Platz. Trotzdem wird mit gezielten Falschmeldungen versucht, die Besetzung in Misskredit zu bringen. Dafür muss zum Beispiel eine holländische Besuchergruppe herhalten, aus der in einer Polizeimeldung eine Horde von Chaoten wird, die gewalttätige Auseinandersetzung provozieren will. Ich würde erst was sagen über die Lügen, die in der Zeitung steht, von Einsatzleiter Fritz Huber. Ja, klopt. Er sagte, dass die Holländer verantwoordelijk zijn voor das Gewalt
dass die Zuspitz von der Gewalt hier in, die, in das Hütendorf. Aber das ist eine große Lüge, weil die Holländer nichts machen wollten, weil sie auch Durchreisen sind für Ferien. Sie werden verstehen, dass ich also hier auf einer nicht angemeldeten Menschenansammlung nicht reden kann. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Es ist alles nicht so einfach, wie das manche vorstellen. Private Meinung! Ja, natürlich habe ich auch eine private Meinung, aber haben Sie dafür Verständnis, dass ich also hier äußerst vorsichtig sein muss, weil ich also glaube, der Bewegung nicht zu dienen, wenn der Herr Innenminister einen Grund fände, mich tatsächlich Amts zu entheben. Aber ich glaube doch, meine Damen und Herren, liebe Freunde, dass es notwendig ist, dass wir auch morgen hier sind. Morgen früh. Morgen früh ist ein ganz entscheidender Zeitpunkt. Nach unserer Information wird morgen früh zwischen 5:30 und 6 die Polizei aufmarschieren. Wenn der Strauß herkommt, das war interessant. Ja, den wollen wir mal haben. Den aber der traut sich nicht her, der reißt das Maul, wenn er an Bierzeit ist, so weit auf. Das hilft denen auch nichts, was sie jetzt anbringen, was sie wieder nicht bringen. Ja. Wir haben keine Angst vor der Polizei. Das letzte Mal haben sie mein Oma gesperrt, jetzt sperren sie halt mir ein. Jeder kommt da mal drauf. Ja, jeder einmal. Ja, mit denen nichts ist doch wahr. Wir kommen schon rund. Es ist jetzt genau 9:07. Nach über 2 Wochen wird auch das zweite Hüttendorf geräumt. Trotz massiven Polizeieinsatzes läuft die Räumung eher harmlos ab. Das Ganze gleicht einer monströsen Polizeischau. Brutalität bleibt die Ausnahme. Behinderungsaktionen, die außerhalb des Platzes versucht werden, sind zu harmlos, um das Konzept der Polizei ernsthaft zu durchkreuzen. Ja, die haben sie verhaftet und haben teilweise haben sie wieder freigelassen, zum Teil haben sie nur rüber und ein Stück transportiert, wurde uns gesagt, das kann ich nicht selbst sagen. Aber wir haben gesehen, dass einige haben es laufen lassen, ne? Und meistens die, die von der Oberpfalz. Und die anderen, die Fremden natürlich, damit sie dann am Abend berichten können, dass es hauptsächlich eben Fremde sind. Aber was hier sich auffällt, sind zum großen Teil nämlich die Oberpfälzer. Denn wir kriegen ja das Ding hierher gesetzt. Sie sind auch Oberpfälzer, ne? Ja, ich bin Oberpfälzer. Ja. Ich habe also vorhin zum Beispiel den alten Mann rauskommen sehen. Das war ein richtiger Bauer aus der Oberpfalz. Ich habe ihn gefragt, wo sind sie denn her? Und da hat er gesagt, aus Steinberg. Also das sind keine Fremden. Ne? Wir sind hier, denn wir sind betroffen. Wir kriegen es ja hierher gesetzt. Ne? Die Polizei hat für die Zukunft Dauerpräsenz im Wald angekündigt. Gleichzeitig wird die Sicherheitszone besser ausgebaut. Im April soll mit dem Zaunbau begonnen werden. Das bedeutet für den Widerstand,
dass eine erneute Platzbesetzung schwieriger denn je ist. Neue Formen des Widerstands sind notwendig. Mit unberechenbaren Aktionen in kleineren Gruppen können Bauarbeiten gestört und Zufahrtswege blockiert werden. Noch sind 10 Jahre Zeit, die WAA zu verhindern. Mit dem Stimmzettel allein lässt sich dieses Jahrhundertprojekt sicherlich nicht stoppen. Zu massiven Sicherheitsstörungen kam es im Bereich der gesamten WAW mit Schwerpunkt zwischen Tor 1 und Tür West. Von militanten Störern wurden mehrere Löcher in den Zaun gesägt. Hier drangen bis zu 50 Personen in das WAW-Gelände ein, verließen jedoch beim Anrücken von Wasserwerfern bzw. Zugriffskräften wieder den Bereich und zogen sich ins angrenzende Waldgelände zurück. Hallo? An alle Leute, die hier vielleicht ein bisschen unschlüssig rumstehen. Und zwar, wer heute Nacht hier bleiben will, der sollte anfangen, sich ordentlich einzurichten, also fangen an, Hütten zu bauen. Wie lange nicht? Gut, gut. Oh, das ist mir zu hart! Da passt doch, ne? Stopp! Hör doch auf, ey, bist du mit dem Fall! So passt, wunderbar. Ja, 3 Uhr, Herr Schwein hier! Nach rechts? Nein. Okay. Genug? Ja. Wasser! Hier ist Wasser! So was kann lassen. Ihr spinnt wohl oder was hier? Ein Trommellied hat zu mir gekriegt. Was ist das? Oder aufstehen auch? Ja, was ist das denn mit ihm? Mädchen, ihr müsst was aufsetzen. Da habt ihr bloß die Hälfte. Ja. Bloß uns aus dem Ding. So, jetzt Auge auf. Ja? Und jetzt wollen wir ins Auge, ja? Hast schon? Ja. Thank you.
Traum's aus! Traum's aus! Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, da bin ich sicher. Dieses Land ist es nicht. Unser nächster Bericht. Gegen den heftigen Widerstand der örtlichen Bevölkerung und vieler anderer Kernkraftgegner ist in der vergangenen Woche im bayerischen Wackersdorf mit den Rodungen für eine sogenannte Wiederaufarbeitungsanlage abgebrannter Brennelemente, genannt WAA, begonnen worden. Ein Projekt, das mindestens 10 Milliarden Mark kosten soll, die größte Industrieinvestition in der Bundesrepublik. Doch nicht nur der wirtschaftliche Nutzen dieser Anlage ist zweifelhaft. Die Gesundheitsgefahren, die mit ihr verbunden sind, scheinen weit größer als von den Betreibern bislang zugegeben. Ein Bericht von Gabriele Krone-Schmalz, Eckehard Sieker und Helge Kramer. Die Oberpfalz bei Wackersdorf. Arbeitsplätze sind hier rar, seitdem vor ein paar Jahren die Braunkohlengruben geschlossen wurden. Man bemüht sich um Gewerbebetriebe und um Fremdenverkehr. Seen und Wälder sind genug vorhanden. Seit 11. Dezember letzten Jahres wird gerodet. Denn hier im Taxöldener Forst bei Wackersdorf soll die geplante Wiederaufarbeitungsanlage gebaut werden. Das wohl teuerste deutsche Industrieprojekt. Von 10 Milliarden D-Mark ist die Rede. Um die Größenordnung zu begreifen, das sind 10.000 Millionen. Das Gelände gehörte dem Freistaat Bayern. Er hat es für 2 Millionen an die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen verkauft, kurz DWK genannt. Aber 2 Millionen sind allein schon die Bäume wert, die auf diesem Areal stehen. Bei Wackersdorf spielt sich alles nur noch in Gegenwart der Polizei ab. Die meisten Anwohner wollen die gigantische Atomfabrik nicht. Meinst du es bloß in Ruhe lassen, Männer? Ihr sollt uns nur in Ruhe lassen, Männer, sagt er. Wir kämpfen für unsere Heimat. Seid vernünftig. Und das ist sie, die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf. Das Modell zeigt, wie sie einmal aussehen soll, irgendwann Mitte der 90er Jahre, wenn alles so läuft wie geplant. Das gesamte Gelände ist 138 Hektar groß. 230 Fußballplätze passen da rein. Was passiert nun in einer Wiederaufarbeitungsanlage? Aus Kernkraftwerken werden abgebrannte Brennelemente in eine Wiederaufarbeitungsanlage gebracht. In aufwendigen chemischen und mechanischen Prozessen wird unverbranntes Uran und das hochgiftige Plutonium aus den alten Brennstäben herausgeholt. Diese beiden Stoffe werden dann in einer entsprechenden Fabrik wieder zu Brennelementen aufbereitet und gehen zurück ins Kernkraftwerk. Nun muss man wissen, dass Natururan auf dem Weltmarkt relativ preiswert ist und dass es davon auch genug gibt, wie man mittlerweile weiß. Ist es wirtschaftlich, lohnt es sich, Brennelemente wieder aufzuarbeiten? Die Antwort ist ganz klar nein. Im Gegensatz beispielsweise zur Gewinnung von Strom aus Kohle sind die Mengen, die an Uran verbraucht werden, minimal. Damit geht einher, dass auch die Kosten, die das Uran an der Stromerzeugung ausmacht, sehr gering sind. Sie liegen bei der Größenordnung 2-3%. Davon sparen Sie also etwas. Auf der anderen Seite aber treiben Sie einen ungeheuren wirtschaftlichen Aufwand. Beispielsweise Sie bauen diese Anlage von der Größenordnung 10 Milliarden Mark, eine unglaubliche Summe. Und das schlägt sich letzten Endes darin nieder, dass insgesamt der wirtschaftliche Effekt negativ ist. Das eigentliche Problem bei Kernenergie besteht nicht darin, wie man sich mit Uran versorgt, sondern wie der radioaktive Müll entsorgt, das heißt beseitigt wird.
Irgendwo muss er sicher entgelagert werden. Aber die Frage, wo und wie, ist weltweit ungelöst. Also wird erstmal sogenannt zwischengelagert, zum Beispiel in ausgedienten Salzstöcken. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten zu entsorgen. Die erste, man schafft die Brennelemente aus einem Kernkraftwerk in eine Wiederaufarbeitungsanlage, entzieht dort, wie gesagt, Uran und Plutonium, das dann wieder zu Brennstäben für Kernkraftwerke verarbeitet wird. Bei diesem Verfahren entsteht radioaktiver Abfall. Und der muss ebenfalls entgelagert werden. Die zweite Möglichkeit, man arbeitet die Brennelemente aus einem Kernkraftwerk nicht wieder auf, sondern bringt sie sofort ins Endlager. Man nennt das direkte Endlagerung. Wir befragten dazu zwei Experten. Eine Wiederaufarbeitungsanlage liefert keinen Beitrag zur Lösung unserer Entsorgungsprobleme. Im Gegenteil, sie erschwert sie eher. Dies liegt zum einen daran, dass bei der Wiederaufarbeitung radioaktive Abfälle in größerer Menge neu erzeugt werden, die schließlich entgelagert werden müssen. Zum zweiten daran, dass diese Abfälle nach der Wiederaufarbeitung schlechter zur Entlagerung geeignet sind, als sie es vorher waren. Herr Professor Weiß, die Betreiber der Wiederaufbereitungsanlage behaupten nun, dass sie deshalb so günstig arbeite, weil bei der Wiederaufbereitung von Brennelementen nur 4% Abfall entstehen. Ist das richtig? Das ist richtig, zugleich aber auch irreführend. Wenn wir etwa eine Tonne Brennelement in die Wiederaufarbeitungsanlage einschleusen und wiederaufarbeiten, dann kann man 96%, das heißt 960 Kilogramm, unter günstigen Bedingungen einer Wiederverwertung zuführen. Nur 4%, das heißt 40 Kilogramm, muss man in ein Endlager verbringen. Was uns aber interessiert, ist nicht die Gewichtsmenge. Was uns interessiert, ist die Radioaktivität. Und da ist wesentlich, dass diese 40 Kilogramm, diese 4%, 94,5% der Radioaktivität enthalten. Nur 5% der Radioaktivität kann man der Wiederverwertung zuführen. Und das bedeutet 5%, die man herausziehen kann, dass hinsichtlich der Radioaktivität die Wiederaufarbeitung keinerlei Beitrag zur Entsorgung leistet. Die Bevölkerung in und um Wackersdorf ist gut informiert. Die meisten Menschen hier wissen, dass sich die geplante Mammutfabrik nicht lohnt. Weder um Uran zu sparen, noch um die wichtige Frage der Entsorgung zu lösen. Eine gigantische Fehlplanung, so meinen sie. Immerhin zahlen Bund und Land etwa 600 Millionen an Steuergeldern dazu. Und den Strompreis wird es letztendlich auch wieder in die Höhe treiben. Menschen, die noch nie in ihrem Leben an einer Demonstration teilgenommen haben, kommen plötzlich fast jeden zweiten Tag zum Bauplatz und können gar nicht fassen, was hier geschieht. Der Vorwurf, in Wackersdorf auf dem Baugelände seien ohnehin nur Chaoten im Einsatz, ist für die Einheimischen völlig unverständlich. Wie viele Leute sind denn von hier? Von hier? Da schätze ich wenigstens 85-90%, die von hier sind. Und dann in den Bamberg-Verein der näheren Umgebung. Auch Berufsdemonstranten, ich und der Fengse. Und Sie werden sich hier auch räumen lassen? Wir? Ja. Wir setzen uns alle in den Autobus rein und lassen uns auf die Polizeistation fort. Weil dann können Sie doch mit uns was suchen. Das ist beschämend. Wir haben noch nie eine Polizei gebraucht. Und hier da vorne sieht man Tausende von Polizisten. Ne? Da sagen die, das sind lauter Chaoten und lauter Auswärtige. Lauter von Schwandorf und Umgebung sind wir. Ja, die fahren schon immer her. Die fahren schon immer her. Wir haben jeden zweiten Tag da. Wir haben am 16. Dezember die Räumung gesehen. Das war das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe. Ganz ehrlich, wir haben Krieg schon miterlebt und alles. Aber das war schlimm. Da fragt man sich schon, wann wir leben. In welchem Ostern freier Rechtsstaat, dass wir leben. Da ist ein Song von der DDR. Ja, das Song von der DDR. Ich bin schon viermal in der DDR gewesen. Das habe ich nicht erlebt, was man da erlebt. Da kommen wir rein und nicht mehr raus. Der bayerische Innenminister beurteilt das ganz anders. Man darf aus der größeren Zahl derjenigen, die sich an sogenannten Volksfesten, an Kinderbelustigungen und dergleichen beteiligt haben, ja nicht den Schluss auf eine Ablehnung
dieses gesamten Projektes ziehen. Das wäre völlig falsch. Natürlich gibt es Teile der Bevölkerung, die aus welchen Gründen auch immer, weil ihnen Ängste zum Teil auch aufoktroyiert und eingeredet wurden, diesem Projekt ablehnend gegenüberstehen. Wir müssen hier vielleicht noch mehr Aufklärungsarbeit betreiben. Also es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass hier die Ablehnung dann so groß sein kann. Ja, das ist genau das, was ich seit Monaten sage, dass hier ganz bewusst von höchster Stelle die Unwahrheit gesagt wird. Denn ich bin überzeugt davon, dass Herr Strauß, Herr Hillenmeier und all die Minister und die Regierungen genau die Zahlen wissen. Schon Ende 83 haben 55% unserer Bevölkerung sich dagegen ausgesprochen. Heute sind es mit Sicherheit 75%. Nur 15, nicht einmal ganz 15%, 14,7% der Bevölkerung waren damals vor 2 Jahren dafür. Bewusst wird hier gelogen. Das ist aber immer noch nicht alles. Der verzweifelte Widerstand der Menschen hier wird vollends verständlich, wenn man die Frage stellt, welche gesundheitlichen Gefahren diese Wiederaufarbeitungsanlage mit sich bringt. Unbestritten ist, dass aus einer Wiederaufarbeitungsanlage radioaktive Stoffe entweichen, und zwar wesentlich mehr als aus einem herkömmlichen Kernkraftwerk. Sowohl in den Boden als auch in die Luft. Es sind dies unter anderem radioaktives Jod und radioaktives Strontium. Wiederaufarbeitungsanlagen gefährden durch ihre sehr starke Strahlenbelastung die Umwelt viel mehr als die üblichen Kernkraftwerke. Strahlenbelastung wirkt ja auf zweierlei Weise. Zunächst einmal durch die Bestrahlung von außen, und aber auch, was viel gefährlicher ist, durch die Aufnahme radioaktiver Substanzen mit der Nahrung. Und gerade das geschieht besonders viel in der Umgebung von Wiederaufarbeitungsanlagen. Es wird zum Beispiel Jod und Strontium mit der Nahrung aufgenommen und im Körper, in der Schilddrüse, in Zähnen und Knochen abgelagert, bildet dort ein Strahlendepot, was willkürlich nicht mehr abzustellen ist. Auf diese Weise können schließlich schwere Erkrankungen entstehen, wie Schilddrüsenkrebs, Knochenkrebs, Blutkrebs. Dabei sind Kinder und alte Menschen besonders gefährdet. Wird nach jetzigen Berechnungen bei der Wiederaufbereitungsanlage der zulässige Grenzwert von diesem Jod überschritten? Wir müssen uns in diesem Zusammenhang zunächst darüber klar werden, dass das radioaktive Jod aus der Wiederaufarbeitungsanlage wesentlich gefährlicher ist als das Jod aus Atomkraftwerken. Das radioaktive Jod aus der Wiederaufarbeitungsanlage ist nämlich erst nach 16 Millionen Jahren etwa zur Hälfte zerfallen. Nun, die Gutachter sagen, dass der zulässige Grenzwert für das Jod um etwa 30% unterschritten wird in Wackersdorf. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass die Literatur falsch zitiert worden ist, falsche Faktoren verwendet worden sind. Verwendet man den richtigen Faktor, dann wird der zulässige Grenzwert um 40%, das heißt erheblich, überschritten. Der Fehler hat sich beim Auswerten dieser Studie eingeschlichen. Statt mit 2, wie es richtig gewesen wäre, haben die Gutachter die Belastung durch radioaktives Jod nur mit 1 multipliziert. Ein folgenschwerer Fehler. Denn in einer Erklärung des Bayerischen Umweltministeriums vom 28. März 1985 heißt es: Würde die Schilddrüsenbelastung für Kleinkinder durch Jod die zulässigen Grenzwerte tatsächlich erheblich überschreiten, wäre die Anlage nach dem Atomgesetz nicht genehmigungsfähig. Und noch etwas kommt hinzu. Die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf soll auf dem größten Trinkwasserreservoir der Oberpfalz errichtet werden. Ein Störfall könnte sich verheerend auswirken. Und dass es bei Wiederaufarbeitungsanlagen häufiger zu Störfällen kommt, zeigt die Tatsache,
dass sich in den letzten 15 Jahren mindestens 110 Störfälle in solchen Anlagen ereignet haben. Allein 45 davon in der Testwiederaufarbeitungsanlage in Karlsruhe. Der letzte, von dem wir wissen, am 30. August 1985. Diese Anti-AKW-Geschichte ging bei mir schon los, auch in der Mutlanger Zeit, weil da nämlich dann auch schon relativ bald, Jahreswende 85, 86, ging in Wackersdorf in Bayern der Konflikt los um die Wiederaufarbeitungsanlage, die dort gebaut werden sollte für Atommüll. Und da sind wir von Mutlangen auch relativ häufig dann zu Protesten hingefahren. Also gerade 1986 gab es da dann auch nach Tschernobyl gab es da auch riesige Proteste und auch sehr heftige Auseinandersetzungen. Und also da war ich auch relativ oft, also einfach mal so ein paar Tage oder so sind wir da hingefahren. Auch in diese Hüttendörfer schon im Winter da, eisig kalt, weiß ich noch, da hatte ich noch so einen ganz dünnen Schlafsack und es war minus 15 Grad und es war ganz schrecklich. Und dann habe ich irgendwann begonnen, die Nächte einfach am Lagerfeuer wach zu sein und war dann entsprechend entkräftet, als dann die Polizei nach einigen Tagen dieses Hüttendorf räumte. Also das war, aber war andererseits auch eine ganz tolle Erfahrung. So, also gerade dieses, ja, dieses Zusammenstehen der einheimischen Bevölkerung dort aus der Oberpfalz und wir jungen Leute, die da angereist kamen und also auch dieses Leben in diesem Dorf und sozusagen diesen Platz ja, besetzt zu halten, zu verteidigen in gewisser Hinsicht und dagegen, dass diese Anlage gebaut werden soll. Das war für mich so der Einstieg in diese Anti-AKW-Bewegung. Stimmt es eigentlich als Zwischenfrage, dass da die Bevölkerung, dass man da mehr Mitstreiter auch aus der Bevölkerung hatte? Ja, ganz extrem. Ja. Da war es wirklich so, dass ich weiß jetzt nicht, ob es auch solche und solche gegeben haben, aber wir hatten einfach ganz viel zu tun mit Menschen da, wirklich aus den Dörfern drumherum, auch Bauern, wo wir übernachten konnten und in der Scheune. Und auch Schwandorf war ja die nächstgrößere Stadt, da gab es eine riesengroße Bürgerinitiative und so weiter. Also da gab es ganz viele Einheimische. Auch die Demonstrationen, die waren hauptsächlich aus der Region getragen, ja, auf jeden Fall. Und doch wurde da auch versucht, das ein bisschen den Zugereisten auch in die Schuhe zu schieben teilweise. Also wenn es jetzt so zu Polizeiaktionen kam, also ich habe mal in so einer Doku gesehen, da wurden irgendwie Leute festgenommen. Und da wurden die Einheimischen gleich gehen gelassen, ja, genau. Und die anderen. Haben Sie das auch mal so erlebt? Ja, das war bei dieser Räumung von diesem Hüttendorf, was im Winter 85, 86 dort auf dem Bauplatz war. Da war das so, dass also wir dann auch mitgenommen wurden und die Einheimischen konnten dann gehen. Und wir wurden dann alle aufgeschrieben und also ganz verrückte Geschichten sogar. Also ich war wirklich immer auch ein Gegner dieses militanten Widerstandes, weil ich das Gefühl hatte, das bringt nur eine Eskalation von Gewalt und bei einer Eskalation von Gewalt bleiben irgendwann viele Leute weg und das bringt uns unseren Ziel nicht näher. Und bei mir war es dann so, wenn man da festgenommen wird, dann muss man ja die ganzen Taschen ausleeren und muss das alles erstmal abgeben, wenn man da in eine Zelle kommt und so. Und dann wurde das alles beschlagnahmt und dann Monate später kam dann irgendwann, da war ich dann schon wieder zurück in Mannheim, dann klingelte irgendwie bei mir an der Haustür jemand, dann war das ein Beamter der Polizei aus Mannheim, der mir meine Sachen zurückbrachte. Und dann waren so durchsichtige Plastikbeutel, ja, so, und da waren dann plötzlich Steine mit drin, ja. Also da hatten die da irgendwie, woher auch immer, hatten sie da irgendwie Steine rein und so nach dem Motto, ich hätte Steine mit mir rumgetragen oder so. Also, da kam es nie zum Verfahren oder so, aber das war für mich so ein Ding, wo ich dachte, was soll das jetzt, ja, so. Und also das war damals schon, also so diese bayerische Art, mit so einem Protest umzugehen, das hat natürlich auch sehr zur Eskalation beigetragen und da ist schon viel Seltsames gelaufen, auch in der Zeit. Ja. Was denn noch so? Naja, ich glaube, dass wirklich dieser Versuch, das so auseinander zu dividieren, ja, so einerseits also schon auch mit, wie sagt man so schön, Spalte und Herrsche, also sozusagen, ne, was versuchen die Leute gegeneinander zu bringen und gleichzeitig aber doch mit auch massiver Gewalt. Und ich weiß noch, wie wir da, das war Pfingsten 86, wie aus Hubschrauber dann Gasgranaten abgeworfen wurde, wirklich mitten in die Menschenmenge rein, in Familien oder so. Ich hatte mir gerade so einer Imbissbude, die es da gab, irgendwie ein belegtes Brötchen geholt und dann dieses Gas, dann habe ich mir irgendwie ein Tuch vor den Mund, damit das nicht so gleich überall reinzieht. Und dann, ich war dann auch völlig, also hieß es dann auch, dass dieses Gas auch wirklich so ein bisschen dann nicht nur jetzt Tränen und sonst was verursacht, sondern auch wirklich ein bisschen also das Denken aussetzt. Ich habe dann immer versucht, mein Brötchen weiter zu essen, obwohl ich dieses Tuch vor dem Mund hatte. Also ich war auch völlig paralysiert, ja, sozusagen oder so. Und das war schon echt erschreckend, ja, so diese, also wie versucht wurde sozusagen mit, ja, letztendlich, wie soll man das sagen, mit
also mit Angst und Schrecken letztendlich, die Leute davon abzuhalten, zu demonstrieren. Nur diese Oberpfälzer Mentalität passte dazu gar nicht. Also die waren dann eher noch aufgeheizter. Und jetzt auch so zu diesem, zu sagen, die Auswärtigen, das waren die bösen Straftäter und die Einheimischen, denen geht es ja um die Sache. Also ich habe da einige Oberpfälzer Bauern erlebt, die da ganz schön handgreiflich wurden oder die dann wirklich die Plastiktüten voll Steine den schwarz vermummten jungen Leuten gebracht haben und so. Also das war schon auch, also so ein bisschen so, wie trägt man auf dem Dorf Konflikte aus? Ne? Da langt man auch mal zu. Und so haben die sich dann halt auch in diesem politischen Konflikt verhalten, ja? Was ich nicht unbedingt klug fand, ja? Aber so war da die Stimmung. Also nicht nur, es gab auch andere, also wie wir oder so, wir haben das nicht gemacht, ja. Wir haben da anders demonstriert, aber das war da schon eine sehr aufgeheizte Atmosphäre. Fiel es Ihnen denn manchmal schwer, jetzt in so einer Situation wie in Wackersdorf selber friedlich zu bleiben? Also weil das reißt einen ja auch emotional mit, sicherlich, wenn plötzlich Tränengasgranaten aus dem Hubschrauber fliegen. Nee, aber das, was soll man denn da machen? Also das ist doch, also es ist eine Provokation, was soll ich auf eine Provokation einsteigen? Nee, das war nicht der Punkt. Also was ich auch gemacht habe damals, das fand ich auch eine gute Aktionsform. Es gab ja diesen Zaun, der angeblich wahnsinnig teuer war und unzerstörbar. Und da hatten wir alle unsere kleinen Eisensägen und haben da fleißig dran rumgesägt sozusagen. Das galt ja dann auch schon als schlimme Gewalttat. Gut, das ist eine Sachbeschädigung, aber bei der Sache fand ich das angemessen. Sowas habe ich schon auch gemacht, ja. Konnte man das ungestört da drum? Nee, natürlich nicht. Also dann, das war wirklich auch so. Da gab es dann auch Wasserwerfer und Gas und so. Wir haben uns dann halt immer auch abgewechselt und so weiter. Ne? Und dadurch, dass halt überall ganz viele Leute waren, konnte die Polizei das dann halt nicht immer kontrollieren und stellte sich ja dann auch raus, dass dieser wahnsinnig teure Zaun doch sehr leicht eigentlich auch durchzusägen war. Das hat man natürlich dann. Dieser Zaun war damals wirklich ein Symbol letztendlich, ne, für dieses. Früher war da ein Wald und wir hatten das besetzt, wir haben da gelebt in diesem Dorf und dann sozusagen okkupieren die dieses Gelände und roden alle Bäume und dann bauen die diesen Zaun drumherum, um da diese Anlage, diese gefährliche, bauen zu können. Und von daher war dieser Zaun sehr, sehr politisch aufgeladen ein Stück weit. Ja. So, damit die da ungestört ihr Geschäft machen können, ihr Schmutziges, werden jetzt alle anderen rausgehalten. Und dann war es für uns ein Symbol, in diesen Zaun Löcher zu sägen. Und zwar klar, jeder wäre verrückt, wenn er durch das Loch da reinginge, weil er kriegt dann, da ist ganz viel Polizei und so. Aber es ging einfach darum, dieses Symbol zu beschädigen. Ja, und das ist uns ganz gut gelungen, glaube ich. Auch an der Startbahn West erlebten sie dann in den 80er Jahren Demonstrationen, die ja teils ein sehr blutiges Ende fanden. Blutiges Ende insofern, es sind also zwei Polizeibeamte erschossen worden dort, die von den auf der anderen Seite eben durch Schusswaffengebrauch ziemlich stark verletzt waren und sind dann auch verstorben, sodass wir also in diesen Abschnitten in der Startbahn eigentlich mit sehr mulmigem Gefühl immer unseren Dienst gemacht haben. Ich denke, ich war 20 Mal mit Einsatzkräften hier aus Nordhessen an der Startbahn. Also wir hatten jetzt Einheiten der Bereitschaftspolizei, das waren also Bayern, das war auch die Bundespolizei, damals noch BGS und hessische Polizei. Und das waren jetzt zusammengewürfelte Kräfte, wenn Sie so wollen. Also Einzeldienstbesatzungen aus Korbach, aus Bad Wildungen, aus Fritzlar, die wurden nun zusammengeführt. Ich war dann Einheitsführer und wir haben in Butzbach dann diese Kräfte zusammengetragen und sind dann eben zu Einsatzabschnitten an der Startbahn gefahren, ja, voll munitioniert. Und es war schon fast die Situation einer neuen Herausforderung für die Polizei, denn dafür waren wir nicht ausgebildet für so etwas. Ne? Können Sie das mal beschreiben, was Sie meinen mit der Situation, die da hätte passieren können? Ja, Sie haben also ein berechtigtes Anliegen auf der anderen Seite gehabt, dass eben junge Menschen und auch Pfarrerpersönlichkeiten mit Kreuz dort standen, um dieses Vorrücken der Startbahn zu verhindern. Dafür hat man dann Verständnis gehabt. Aber als dann eben mit Gewalt von dort versucht wurde, die Polizei zurückzuhalten, das war dann eben schon eine Situation, dass dann auch Tränengas eingesetzt wurde und die Tränengas wurde auch wieder zurückgeschmissen und Wasserwerfer und dieses ganze Verhalten war schon so, dass eben viele unserer Polizeibeamten doch sehr nachhaltig beeindruckt waren. Und als wir im Winter da waren, hatten wir also auch Diensthundeführer,
die wir dort mit im Einsatzabschnitt hatten. Und die wurden von der anderen Seite mit Schneebällen beworfen. Das war etwas ein fröhliches Gehabe, aber in den Schneebällen waren Scherben. Und die Tiere haben sich dann eben die Pfoten verletzt und dann haben die Diensthundeführer ihre Hunde nach hinten getragen. Also dass da eben alles noch so einigermaßen glimpflich ablief, kann ich mich also heute noch daran erinnern und bin auch sehr dankbar, dass wir da eben keine großen Verluste hatten. Nicht? Aber in den Nachbarabschnitten sind zwei Polizeibeamte erschossen worden. Wie haben Sie das in Erinnerung? Sie sagten, Sie standen im Wald, als gerodet wurde. Wir waren zur Sicherung eingesetzt bei der Startbahn 18 West. In voller Montur haben wir im Wald gestanden und dort hat es ja Hüttendörfer gegeben, die dann geräumt worden sind. Die Demonstranten haben sich Baumhäuser gebaut, die saßen in ihren Baumhäusern. Da konnte natürlich dann nicht gerodet werden, die mussten da erst von ihren Baumhäusern runtergeholt werden, meistens durch gute Worte. Ich selber habe es also nur so miterlebt, dass die Leute dann von sich aus runtergekommen sind, um den Wald halt weiter zu roden. Wir selber standen halt mitten im Wald und mussten dann die Bereiche absperren, wurden dann dementsprechend auch von den Demonstranten, die im Wald rumgelaufen sind, teilweise als Feind betitelt. Was mir natürlich als Familienvater, ich habe selber drei Kinder, ich stand in erster Reihe vorne mit drin, dann auch nicht so gefallen hat. Gibt es da eine besondere Situation, die Sie noch erinnern? Startbahn 18 West. Für mich selber eigentlich nur unsere eigenen Einsätze. Es war gefährlich, weil bei diesen Einsätzen sind selbst Polizisten erschossen worden. Dort wurden Schusswaffen eingesetzt. Ansonsten für mich persönlich waren es eigentlich auch normale Einsätze gewesen. Und die Demonstranten, gab es da Unterschiede auch in der Reaktion, wie Sie sie behandelt haben? Und, ja, sicherlich. Es gibt bei den Demonstrationen gibt es immer Gruppierungen, die auf Gewalt aus sind. Und die muss man natürlich herauskristallisieren. Die meisten Leute, die da hingehen, die gehen dorthin, um friedlich zu demonstrieren. Es ist natürlich auch so, dass wenn Maßnahmen gegen diese speziellen Leute getroffen werden, dass dann hier und da auch ein Zivilist mal halt mit reingezogen wird. Und dementsprechend wird dann die Polizei natürlich auch betitelt nachher. Wie war die Stimmung da? Was haben Sie dort erlebt? Dort war die Stimmung sehr gereizt. Gerade von der Gegnerseite, die haben also da schon, wir waren in Wackersdorf, also ich persönlich war in Wackersdorf zwei-, dreimal eingesetzt und die Stimmung von den Demonstranten her war sehr gereizt. Wir mussten da auch die Bereiche, wo gebaut wurde, absperren und mussten verhindern, dass die Leute auf dieses Territorium eindringen. Und da stand man auch mit gemischten Gefühlen vorne in erster Reihe, weil die Leute waren damals teilweise sehr gewalttätig und man musste schon damit rechnen, dass man selber auch da mal mit reingezogen würde. Es ist aber nicht passiert, bei mir zumindest nicht. Gab es Situationen, in denen Sie mit der Wut oder mit der Aggression der Demonstranten besonders konfrontiert waren und wie sind Sie damit umgegangen? Ja, sicherlich. Ich meine, das ist ja unser Beruf, dass wir, wenn es Demonstrationen gibt oder wenn wir zur Sicherung eigener Einrichtungen eingesetzt werden, dass wir eigentlich nur unseren Job machen. Wir machen unsere Aufgabe und Leute, die das also nicht wollen, die äußern sich dementsprechend und betiteln einen auch teilweise. Aber das muss halt an einem abfallen. Das ist halt normal, sage ich mal in dem Sinne. Es ärgert einen manchmal, weil wir machen eigentlich auch nur unseren Job. Wir machen das, was wir machen sollen. Und da gehört das halt dazu. Und wenn die Leute halt so reagieren, dann ist es halt so. Damit muss man leben. Die Demonstration vor 20, 30 Jahren, ob es jetzt die Startbahn West ist oder andere,
und die Demonstration heute, wenn Sie die vergleichen, was würden Sie sagen, hat sich das Aggressionspotenzial auch bei den Demonstranten verändert? Ja, hat sich. Es ist, also früher war es aggressiver gewesen. Und habe ich ja eben erzählt von der Startbahn 18 West, dass sogar Schusswaffen eingesetzt wurden. Die Leute demonstrieren überwiegend friedlich. Es gibt natürlich immer wieder Gruppierungen, die hingehen, die sich Demonstrationen aussuchen und dann hingehen und da also Terror machen wollen und auch gewaltbereit sind und dann auch gegen die Polizei teilweise vorgehen. Wobei Steinwürfe halt teilweise noch das geringste Mittel sind. Da wird mit Molotow geschmissen und man kennt das ja aus Presse, Funk und Fernsehen. Denn die Häuser gehören uns. Wir brauchen keine Fabrikbesitzer. Die Fabriken gehören uns. Aus den Weltkapitalisten letzte Schlaf gewinnen wir. Scheiß die Knarrenpolizisten, die Rote Front und die Schwarze Front sind hier. Wir sind selber stark genug, wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug. Aus dem Weltkapitalisten die letzte Schlacht gewinnen wir. Schmeiß die Knarrenpolizisten, die Rote Front und die Schwarze Front sind wir. Yeah.